da wollten wir ja auch gerade weitermachen. Gebäude upgraden. Ich habe gerade noch einen großen Schluck Wein genommen. Wie Ulrich gibt mir das Upgrade-Menü. Braucht Biopolymere 12. Steht da jetzt auch in dem kleinen Kontextmenü. Okay, setzen wir alles in Bewegung. Und ich habe neue. Bemerkenswerte Fortschritte. Gebäude. Sie haben Arbeiterkolonnen und Bodenpersonal schneller zusammengestellt, als ich erwartet hatte. Sie sind für die erste Hürde mehr als bereit. Das Programm erfordert, dass Sie Ihre Stadt über den Weltraumlift mit der Raumstation der Global Union verbinden. Bislang setzen nur Megacorps wie die Big Five so eine Technologie ein. Aber Sie haben sicher auch das Potenzial dazu. Ja, vielen Dank, Sam. Sie hat uns nochmal an unser Aufgabenziel erinnert, hier den Raumhafen auszubauen. Die Zeit für Mai läuft gerade schön runter. Das habe ich gerade mal eben hier oben mit in dem Shortcut-Menü anzeigen lassen. Hier könnte man nämlich jetzt einen Wohnkomplex bauen. Arbeitskraft generiert Umsatz, beherbergt bis zu 20 Leute und der hier bietet Platz für 5 Leute. Die passen wunderbar hier in diese kleinen Räume. Ihr seht, was ich meine. So. Ich würde auch sagen, die hier haben einen wunderbaren Ausblick auf das Meer. Ein Upgrade verdient. Ähnlich wie ihr drei. So. Upgraden, was abzugraden geht, muss man abwägen. Manchmal ne, ist es dann auch hier so, dass man sagt, nee, lieber nicht. Wasser und Reis wird knapp. Zum Beispiel Reis wird jetzt auch knapp. Landwirtschaftseinrichtung. Ja. Ja. Wir wollten Vitamindrinks. Vitamindrinks. Da kommen böse Erinnerungen hoch. Ja. Okay. Wird ein Spaß. Wird ein Traum, Leute. Wird echt ein Traum. Also. V. Wasser haben wir noch knapp am Schlag. Wir produzieren gerade ordentlich plus. Ornamente. Yeah, mein Lieblings-Tab. Oh, der Weihnachtsbaum ist noch da. Toll. Den gab es zu Weihnachten. Schön. Eine Bushaltestelle. Das ist alles neu. Ein Lift. Oh, wie schön. Aber hier die Parkanlagen. Ein Traum. Wirklich ein Traum. Da kann man auch nochmal hier so... Ihr Projekt war erfolgreich. Wunderbar. Ich bin heute im Homeoffice und ich habe einen Job für Sie. Fessing lehnt Sensordrohnen an Kommandoschiff. Folgen Sie Drohnensignal. Sammeln Sie Turbulenzen, verursachende Felsen. Was? Okay. Ich mache mal eben hier kurz Sachen schön. Die kriegen hier alle noch einen Park. Ob die wollen oder nicht. Hier wird's grün. So. Gab auch mal ein Achievement dafür. Keine Ahnung. 3 Millionen Parkanlagen bauen. Gefühlt übertrieben. Objekt befestigt. So. Die Sensordrohne hat schon einiges am Anschlag. Fracht eingesammelt. Turbulenzen verursachen. Bestätigt. Dann fahren wir dahin. Da war nämlich gerade auch noch einer. Komm, Drohne. Miets, miets, miets. So. Fracht eingesammelt. Wenn man der Drohne Koordinaten halt, bestätigt. Also wenn man mit der Drohne nah genug dran ist, dann wird das sichtbar, wie zum Beispiel da. Beladen abgeschlossen. So. Bestätigt. Ich weiß noch genau. 3 von 7. Also die Drohne zeigt jetzt so ein bisschen hier, ne? Nordwest. Sind unterwegs. Biopolymere mal kurz. Dieser Ort ist perfekt für eine Brücke zur anderen Seite geeignet. Ja, wenn weiß. Sie hier eine errichten, erhalten Sie Zugriff auf neues Baugebiet. Wunderbar, machen wir später. Volle Kraft voraus. Also ich weiß noch genau, das sind halt hier drei von diesen Staudamm-Projektstufen. Und jedes hat verschiedene Schritte. Dieses hier hat zum Beispiel 5 Schritte. Und ja. Container beladen. Roger. Da haben wir auch noch so ein Feld. Container beladen.
So, dann zeigt er wieder da nach Norden. Beladen abgeschlossen. Da hätten wir noch so einen Felsen und da. Fracht eingesammelt. 4 Stück fertig. Bringen Sie das zu Mai. Okay. Hier ist dann eine Steinchenwelt möglich. Nee, was bist du denn? Dekoration. Trial Fusion spielt an. Verschönert die Siedlung. Moment, ich muss mal kurz reinzoomen. Wie geil ist das denn bitte? Das hatte ich auch noch nicht vorher. Cool. Freue ich mich. Sie machen gute Arbeit. Ja, ich weiß. Ich bin heute im Homeoffice und ich habe einen Job für Sie. Du mit deinem Homeoffice. Setzen Sie im Wahlbrotbecken Energie ein. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ich habe jetzt 60 eingesetzt. Das ist auch das, was Sie mir da anzeigten. Die soll 500 Energie verbrauchen. Na gut, das kriegen wir mit der Produktion von den Baubots hier mit Sicherheit hin. Oder den Vitamindrinks. Beides. Muss mir nur auch überlegen, wo ich noch ein paar Windparks hinsetze. Administratoren. Felsspaltmine. Nanokeramik. Nanokeramik wird benötigt. Für, weiß ich nicht, Kobalt hätten wir auch noch mal Gebot. Jetzt haben wir hier die Bergbauplätze verfügbar. Du Scheiße. Ja, Spaß. So. Binden wir den Spaß schon mal an. Bauen uns hier mal so eine hin, würde ich sagen. Oh, 10 Energie noch. Na, das läuft ja wunderbar. Was brauchen wir hier denn? Administratoren 250. Den verlangt es wieder nach Reis. Oh, guck mal, es regnet. Oh, wie schön. Okay, dann bauen wir nochmal so eine Reisproduktion. Da. Ich baue die extra in die Breite. Ich weiß ja schon, dass es nachher Upgrades für die Fabriken geben wird. Mit seltenen Rohstoffen, die dann hier noch angezeigt werden. Und dann macht es Sinn, wenn man die breit baut, dann kann man die anders, also dann kann man die relativ kurz noch hier upgraden. So. Wir sind bei 0. Das ist nicht so geil. Dass das Verschieben noch anders. Ich hätte da gern einen kleinen Überschuss. Passt das? Warum passt das nicht? Und den kann ich nie mal wegnehmen. Oh, ich bin verflucht. Okay. Macht das schön. Das dauert ein klein bisschen länger, aber ich habe da schon so meine Vorstellung. Baby Bertha, Reisfabrik, Punkt zum Drehen. So, wir produzieren plus 5. Wie sieht es sonst aus? Wasser haben wir noch. Weiter geht die wilde Fahrt. Wir hätten hier noch ein paar Gebäude, die abgegradet werden möchten. Es ist nicht wie für eine Firma zu... Wie Ulrich, das Upgrade-Menü und Feuerfrei. Mal eben so einen ganzen Häuserblock hochziehen. Neues Gebäude verfügbar. Wunderbar. Bauoption erweitert. Saftkälterei. Jetzt beginnt... eigentliche Arbeit. Obstplantage. Benötigt Baubots. Oh, Energie ist bei 0.
Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Deine Kundenanalysen kannst du dir mal gepflegt in die Hand spielen. So. Wir setzen schon 100 Energie ein, das ist hervorragend. Administratoren. Great, nochmal einen ganzen Häuserblock ab. Damit es hier ein bisschen vorangeht. Vitamindrinks 10, Wasser ist bei 0. Das Blöde ist halt, wenn einem mal irgendwie so zwei oder drei Sachen ins Minus rutschen nachher, das nimmt einem die Bevölkerung echt übel. Und ein Bankrott wäre echt doof. Ich versuch's nochmal mit einer weiteren Wasserproduktion. Damit wir da mal eben wieder auf einem grünen Zweig sind. So, die Biopolymerfabrik läuft, die Reisfabrik läuft. Jawohl. Wie vereinnahmen wir denn diese beiden Bergbauplätze? Vielleicht nicht die intelligenteste Variante, allerdings sind jetzt die beiden Bergbauplätze schon mal angebunden. Gucken wir mal hier. Was brauchen denn Baubots nochmal? Jeweils 5. Also 5 und 5. Okay. Okay. Ach du Scheiße. Dann nehmen wir den doch noch dazu. So. Das hier benötigt Baubots. Wir brauchen also eine Baubotfabrik. Da führt kein Weg dran vorbei. Alto Belli. Was das wieder für ein Strom verbraucht. Jetzt weiß ich auch, warum die Stromversorgung auf der Erde so langsam ein bisschen knapp wird. Halleluja, Freunde. So, hier geht's weiter. Da kommt eine Straße. Da kommt eine Straße. Wie weit kommen wir denn hier mit unseren Häuschen drumherum? So, und dann füllen wir das noch mit Ornamenten auf. Was ist das? Parkplätze? Nein. Parkplätze brauchen wir nicht. Park. Schön Parks bauen. Die können auch gleich abgegradet werden. Dann haben wir so ein bisschen so, ne? Von der Küste nach oben ziehen wir uns die Gebäude hoch. Ja, da kommt hier unser nächstes Kraftwerk hin, würde ich sagen, ne? Arbeitiere. Kraftwerk. Mach es. So. Steht der Baubotfabrik nichts mehr im Weg. 3000 Biopolymere. Gut, Sie haben die Komponenten für den Lift beisammen. Für das Liftkabel sind jedoch spezielle Materialien nötig, die Sie nicht herstellen können. Aber ich lasse Sie liefern. Zeit. Administratoren bräuchte ich 1000. Schalten Sie die Arktis-Region frei. Okay, erlaubt Zugriff auf den Weltmarkt. Transferrouten können erstellt werden. Wunderbar. Ja, das sind so die Ziele, die wir auch haben. Was machen wir denn jetzt gerade? Wir produzieren Baubots. Stimmt das? Ja. Diese Fabrik macht 10 Baubots. Benötigt 5 Kobalt und 5 Nanokeramik. Oh, ich hoffe, das passt alles so mit der Stimme. Ich werde zwischendurch mal ein bisschen leise, glaube ich. Entschuldigung. So, räuspern und Wein. So. Der Klügere schenkt nach. Ich bin sofort wieder bei euch. Ah, das ist ein Segen.
Also wer noch eine Inspiration für sein nächstes Wochenende sucht, also 40 Grad am Sonntag, kannst da auch mal einen schönen gekühlten Weißwein nehmen. Eine Runde Anno spielen. So. Also. Uns fehlen Menschen. Uns fehlen Administratoren, um genau zu sein. Wir brauchen ja ein gewisses Kontingent an... Entschuldigung, Sie sind wahrscheinlich... Halt die Klappe. Ich sollte aufhören, die Gebäude anzuklicken, wenn ich am Quatschen bin. So. Produzieren Sie Baubots, habe ich gemacht. Klicken Sie auf den Raumhafen. Oh Gott, klicken Sie auf den Raumhafen. War wirklich ein Fortschrittsziel. Leute. So. Wir bauen Menschen. Bauen wir die großen? Zwei biopolymere Baubots. Wie sah das denn noch aus? So. Ich glaube, ich komme mit den kleinen Häuschen erstmal besser klar. So, vielleicht. Das war nicht so geschickt. Das reiße ich nochmal eben wieder ab. Das war nicht so gut. So, ziehen wir uns mal eben hier so eine Straße als Orientierung. So, da passen zwei hin, da passen vier hin. Wunderbärchen. Ornamente. Park. Yep. Ach du Kacke, nein. Scheiße. Ich meinte, hoppala. Ja, okay, das war natürlich wenig heldenhaft, um sich zu... Das ja nur so machen. Und dann... Tja. Ja, schon passen da noch zwei hin. Ah, verdammte Hacke. Na gut. Machen wir es so. Passt da noch irgendwo eins hin? Nein. Okay. Ornamente, Park. Der ist zu groß. Gibt's hier nicht. So, da haben wir hier noch schön Grünfläche gebaut. Die kriegen auch gleich ein Upgrade. So. Passen da denn vielleicht die Großen auch hin? Na, mit der Straße, das ist dann so eine Sache, ne? Baut man eine Doppelstraße oder noch einen Park? Mal gerade eben zwei Stück. Na gut, komm. Wir haben es ja gerade. Bauen wir hier nochmal eben zwei von den großen Siedlungen hin. Und da auch direkt ein Upgrade rein. So. Das ist halt, weil, ne, Infozentrum, Küstenbauplatz, das ist alles nicht so groß. Neues Gebäudearten verfügbar. Gezeitenkraftwerk, das ist auch schön. Da oben ist nämlich noch ein Küstenbauplatz. Und da übrigens auch V wie Viktor. Reis ist noch da. Ja, Vitamindrinks leckt mich am Arsch. Das gehen wir gleich als nächstes an. Die können noch kurz ohne. Da ist auch noch ein Küstenbauplatz. Wie erschließen wir uns den denn noch geschickt? Machen wir das erstmal so. Mit dem hier bin ich mir auch nicht ganz sicher. Den schließen wir so an. Okay, dann hätten wir auf dieser Insel eigentlich erstmal so alles parat, was geht. Sind unterwegs. Hier könnte man einen neuen Kontor eröffnen. Also einen neuen Hafen. Gebiet beanspruchen. Kostet 25 Baubots. Die hätte ich. 25.000 Credits. Ah, da.
das gleiche geht übrigens auch. Koordinaten hier bestätigt. Das sind so die gelben Punkte da unten. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Aufnahme nachher sieht. Ich nehme ja in 1080p auf mit 30 FPS. Das dürfte aber in der normalen Videoquali locker hinhauen. Schon wieder ein trockener Mund. Macht das der Wein? Sekunde. Das Firmenlogo als Panda ist immer noch ein Traum. So. Schipperchen, das, ne? Der Katamaran. Verstanden. Schippert dann erstmal hierhin. Bestätigt. Ich würde sagen, wir holen uns gleich direkt die nächste Insel, weil hier wird es bald echt knapp. Also es ist nur noch das in der Mitte hier. Ah, und dann hört es auch bald auf. Wir bauen Leute. Wir bauen und brauchen Leute. So. 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 Ja, ich weiß, ihr habt keine Straße. Nicht rumheulen. Jammern bringt da keinem was. Reihe verschwendet wegen der Straße, aber ich weiß es nicht besser. So. 10 Energie. Ich bräuchte ein Infocenter und danach ist Energie im Arsch. Das Infocenter würde wunderbar hier passen, glaube ich. Nicht ganz sicher. Überlegen. Wollen wir das Gebiet beanspruchen? Ja, wollen wir. Wir brauchen sie irgendwann. Jetzt der ist gerade noch Kohle ist da. Sie gehört Ihnen. Und das Schöne ist auch, das muss man dazu sagen, man kriegt Energie. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe kein Kraftwerk gebaut, um 50 Energie dazu bekommen. Verstanden. Machen wir vielleicht auch direkt gleich hier. Wir verbrauchen erst 190 Energie. So. Reis ist auch schon wieder gleich am Ende. Wir haben aber die Hälfte der Administratoren schon zusammen. So. Wie sieht's hier aus? Kriegen wir hier eigentlich was Schönes gebaut? 3. Das sieht gut aus, das mache ich. So, feuerfrei. Zack. Ich mach gerne diese 6er Blocks, ihr merkt es schon. Die Firmenaktien steigen. Ja, das ist nicht schlimm. Lass die mal ruhig steigen. Jetzt bauen wir hier noch ein Strippenhaus dazwischen. So. So. Jetzt bräuchten wir Informationen. Informationen. Wo bauen wir Informationen hin? Passt das hier rein? Natürlich nicht. Ein Schelm, wer so etwas denkt. Ein Schelm. So, dann gucken wir uns nochmal weiter an. Was haben wir hier denn noch? Hier wird Produktion laufen. Wenn man das zu weit wegbaut, ne, man sieht das da unten, die Zahl verändert sich auch. Würde ich hier ein Infocenter bauen, plus 8. Also unten, letzte Zeile, rechts, Information, 8. Boom, kriege ich on top. Also wäre das Endresultat. Jetzt gerade habe ich, sieht man das eigentlich auch noch irgendwo? 66. Ach da, okay. Man sieht es, wenn man es auf das Gebäude hier klickt. Er macht 10 und ich bräuchte 16, das heißt, ich bin 6 im Minus. So. Ich weiß genau, hier in diesen Hügelketten hat man die Kurve von Leisheng Electricity deutet steil nach oben. Leisheng kann mich mal. So. Ähm.
stehen wir denn gerade? 25 Minuten? Nicht ganz. Es wird gut hier oben reinpassen. Machen wir uns nichts vor. Da gibt es 5 dazu. Da wird es 3 dazu geben. 5, 7. 7, 7, 7, 7, 7, 6. 7, 7, 6. 7, 6, 6, 4. Ich will das ungern hier hinbauen. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Wobei hier könnte noch gehen. Aber ich weiß, dass ich noch ganz viel Platz da unten bei den Reisfarmen brauche, rechts. Hier immer noch 7? Nein. Wo ist 7 da? Okay. Bauen wir es da. So. Uwe Ulrich, Upgrade. Ihr seht so aus, als könntet ihr ein Upgrade vertragen. Mir fehlen Biopolymere, man sieht das so ein bisschen. Wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, Verbrauch, also Kosten 14. Ich habe 15. So. Und 16. Und man sieht jetzt auch, dunkelgrün ist, wird abgegradet. Ich habe den Rahmen bis hier auf die Kreuzung gezogen. Die etwas hellgrüneren, da ist jetzt wieder eins dazugekommen, würden nicht abgegradet werden. Das heißt, mir fehlen noch, keine Ahnung, 3 Gebäude. So, jetzt die Frage, wartet man kurz oder, ne? Sie hier? Tut mir... Klappe zu. Mädel interessiert keinen. 63.000 Gebiet beanspruchen. Ein idealer Ort für die nächste Außenstelle. Gute Wahl. Energie dazu bekommen? Wichtig. Ist nicht ganz verkehrt. Ihn stelle ich noch zum Sektorenprojekt. Entschuldigung. So. Gerade mein Weinglas gesucht. Unter anderem. So. Hier leben 780 Leute von 1000 Administratoren. Menschen leben hier 1400, sieht man da oben. Ah. So. Hier müssen wir leider beim Trinken zuhören. Es tut mir leid. Macht einfach so viel Spaß, mal wieder Anno anzuwerfen, eine neue Kolonie zu gründen, den Mond zu erobern. Hier ein bisschen Parkanlagen zu bauen, ein bisschen zu überlegen, ne? Auch nicht nur... Ah, wie baut man es? Wie baut man es denn auch schön, weil es vielleicht noch ein paar mehr Leute sehen? Naja, alles ganz... ja, der Wein tut sein Übriges. Küstenbauplatz. Man kann hier noch anklicken, sich. Erinnere ich mich auch gerade, wo es passiert ist. Wassergezeitenkraftwerk, man kann dann bauen, was für ein Küstenbauplatz auch hergibt. Gilt auch bei denen hier. Bergbauplatz. Anklicken, dann sagt er auch, hier willst du Kobalt oder willst du Nanokeramik. Alles kein Problem. Schön ist übrigens auch, wenn man jetzt mal ranzoomt. Man sieht so unglaublich viel in diesen Fabriken. Ne? Also, da werden die Nanobots gepresst. Das ist so typisch Anno. Oder Blue Byte. Die es ja auch gepublished haben. Viel Liebe zum Detail. Immer schon gewesen in allen Anno-Teilen. So, wir haben genug gequasselt. Biopolymere sind am Start. Wir können den Häuserblock auch nochmal hochziehen. Dann gehen die Administratoren auch gleich hoch. Ich weiß es genau. Ich weiß es. Ich wehre mich noch dagegen, aber wir müssen... Oh, Logistik ist im Eimer. Man sieht es unten. Entschuldigung, man sieht es unten in der allerletzten Zeile. Bauen wir gleich also Logistik erst. Ja, ich überlege mir ein cooles Plätzchen.